Hallo Freunde, willkommen zu den Elite News. Heute könnte es ein bisschen knapp werden. Der Super Bowl hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Wir fangen trotzdem mal an und ich gebe mein Bestes. In der Sneak Peek der Woche sehen wir diesmal eine Ocellus Raumstation, die sich im Bau befindet. Die kommt in Einzelteilen im System an und wird vor Ort dann montiert. Die Frage jetzt natürlich, warum werden plötzlich neue Raumstationen gebaut? Ganz einfach, das ist eines der möglichen Community Goals jetzt in Patch 1.1. Der soll ja demnächst live gespielt werden. Zunächst mal auf dem Beta-Server, eine Woche später dann auf den Live-Servern. Und ja, eins der möglichen Community Goals ist es eben, dass wir alle gemeinsam an einer neuen Raumstation basteln. Das wird in mehreren Phasen stattfinden. Phase 1 wäre als erstes die richtige Lokalität zu finden, das heißt den richtigen Bauplatz, wo diese Raumstation dann rumkringeln soll. Ansonsten wird dann als erstes der Teil mit den Dockingstationen angeliefert und dann können Spieler Material dahin bringen. Nun ein ganz besonderes Bonbon. Der Spieler, der am meisten zu dem Bau beiträgt, darf das Ding auch benennen. Beziehungsweise man darf einen Namen vorschlagen. Und wenn er nicht gegen irgendwelche Bestimmungen von Frontier verstößt, also nicht rassistisch, beleidigend und so weiter ist, dann wird der Name auch übernommen. Als Vergleich, in der Kickstarter-Phase musste man unglaublich viel Geld bezahlen, um eine Raumstation und einen Planeten benennen zu dürfen. So hat jeder Spieler noch die Chance dazu, einen kleinen Fußabdruck in der Galaxis zu hinterlassen. Das mit den Raumstationen ist allerdings nicht das einzige Community-Goal. Zusätzlich gibt es noch kleinere Fraktionen, die Kriegsschiffe bauen wollen. Hier sehen wir auch ein solches Kriegsschiff gerade im Bau. Und ja, bei den Kriegsschiffen gilt im Prinzip das Gleiche wie mit den Raumstationen. Die werden auch in mehreren Phasen gebaut werden und man liefert an die Raumstation der Nähe quasi, an die Fraktion, die Materialien und die bauen dann das Raumschiff. Da gibt es mehrere Fraktionen, so wie es bisher aussieht. Es gibt einige Fraktionen, die wollen lieber Kriegsschiffe der Föderation bauen. Andere Fraktionen wollen lieber Kriegsschiffe des Imperiums bauen. Wie auch immer, der Spieler, der am meisten zum Bau beiträgt, darf das Ding auch benennen. Also hängt euch rein, sammelt jetzt schon mal Material. Ich werde, sobald der Beta-Server verfügbar ist, ein Video dazu machen, werde mir die Geschichte angucken und werde dann im Video wohl auch zeigen, welche Materialien man braucht. Also haltet schon mal euren Sparsack bereit und ein großes Transportschiff. Kleine Anmerkung abseits vom Newsletter. Ich sehe diese Geschichte mit baubaren Raumstationen und selbst baubaren Schlachtschiffen hier schon mehr oder weniger als kleine Probe für spätere Add-ons. Relativ früh schon in der Alpha-Phase und auch in der Premium-Beta-Phase haben viele Spieler danach geschrien, Gilden sollten später eigene Raumstationen und eigene Schlachtschiffe bauen und kontrollieren können, sollten da einen Einfluss haben können, um einfach die Macht der Gilde irgendwie noch so ins Universum reinzubringen und Kriegsgebiete besser beeinflussen zu können. David Braben hat auf einem Interview während einer Messe schon relativ früh gesagt, zu Beginn will Frontier sich darauf konzentrieren, dass das größte fliegbare Schiff ist, das größte Schiff, das man auch andocken kann an eine Raumstation. Aber er schließt nicht aus, dass solche Funktionen später mal implementiert werden. Das würde für mich bedeuten, eventuell schon das zweite Add-on könnte es Gilden ermöglichen, selbst Raumstationen zu bauen, selbst Schlachtschiffe zu bauen und diese dann auch tatsächlich kontrollieren zu können, um dann zum Beispiel in einem Bürgerkrieg, in einem System Gildenpräsenz zu zeigen, das Gildenschlachtschiff dahin zu fliegen und als Station zu benutzen, auch für die Gildenmitglieder, dass die dort im Hangar andocken können etc., dass man eine eigene Raumstation hat, wo man vielleicht selbst bestimmen kann, welche Raumschiffe im Shipyard zu kaufen sind, welche Produkte dort verfügbar sind oder hergestellt werden etc. Da bietet sich unglaublich viel Potenzial, was Gilden später mal tun können. Und da ist das jetzt eigentlich als Community Goal erstmal eine wunderbare, ich sag mal, Anprobe. Da kann man das alles mal ausprobieren, auch die Menge der Ressourcen und so weiter. Denkt dran, je länger das Spiel dauert, desto mehr Ressourcen haben die einzelnen Spieler auch zur Verfügung und die Gilden selbstverständlich auch. Gilden kommen dann allerdings wahrscheinlich erst mit dem Wings-Update im März, aber Schritt für Schritt alles auf einmal und man stolpert. Aber mal wieder zurück zum Newsletter. Viele von euch werden sich jetzt denken, na super, die Händler mit massenhaft Kohle und großen Transportschiffen dürfen jetzt Raumstationen und Schlachtschiffe benennen. Was ist denn mit den anderen Spielern? Keine Sorge. Einige von euch haben mit Sicherheit schon einen Abdruck hinterlassen in der Galaxis. Viele von euch haben die Chance dazu. Mit Update 1.1
wird es in der galaktischen Karte so eine Art Stempel geben. Und zwar jedes entdeckte System wird markiert als entdeckt durch. Der Spieler, der das Ding als erstes entdeckt, gescannt und die Daten verkauft hat, also eigentlich das volle Entdeckerprogramm durchgezogen hat, der wird in der galaktischen Karte verewigt. Das gilt rückwirkend in den letzten 2 Monaten. Das heißt, im Prinzip schon ab der Gamma, wer Dinge entdeckt hat, da gab es ja keinen Reset, der wird dort verewigt werden. Und wenn man bedenkt, wie viele Systeme es noch zu entdecken gibt, hat jeder von euch die Chance, sowas zu machen. Hüpft einfach in eine ASP oder so weiter, ein Schiff mit hoher Reichweite, fliegt einfach mal 2000, 3000 Lichtjahre in eine Richtung, fangt das Scannen und Verkaufen an und ihr könnt sicher sein, irgendwann habt ihr garantiert einige Systeme, die markiert sind als entdeckt durch euch. Wer nun denkt, super, die Händler haben was zu tun, dürfen Sachen benennen, die Entdecker haben was zu tun, dürfen Sachen benennen, was ist denn mit den Kopfgeldjägern und Piraten? Ja, Michael Brooks, der vielen von euch wohl ein Begriff sein dürfte, hat in seinem Dev-Update vom 29.01. auch darauf reagiert, denn ein User hat dort im Forum eine ähnliche Frage gestellt. Er hat sich ein bisschen anders ausgedrückt, aber der Kern ist getroffen. Michael Brooks hat gemeint, keine Sorge, auch die Kopfgeldjäger und Piraten werden große Rollen haben in diesen Community Goals, aber er ist da noch nicht ins Detail eingegangen. Das hat Frontier in letzter Zeit ja auch häufig gemacht. Es wird viel angekündigt, aber vorher gibt es keine News. Hinterher wird dann gesagt, was geschafft wurde. Das ist noch ein bisschen schade, aber Michael Brooks sagt, das kommt für alle Spieler, ist was dabei und jeder hat was zu tun und hat effektiv die gleichen Möglichkeiten. Nur in der Art, wie man das Ziel erreicht, unterscheidet man sich und das macht ja die einzelnen Spielarten von Elite aus. Was gibt sonst noch Neues im Newsletter? Die Macher haben ein paar Statistiken bekannt gegeben. Und zwar das beliebteste Schiff, in Anführungszeichen beliebteste, ist die Sidewinder. Es ist auf jeden Fall das häufigste Schiff. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach jeder Spieler irgendwo eine rumliegen hat. Und wenn ich mir das nächste Schiff kaufen kann, warum soll ich die Sidewinder denn verkaufen? Sie bringt ohnehin keine Credits. Also lasse ich sie doch einfach im Hangar stehen. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht, habe dann auch im Spiel nachgeguckt. Ja, ich habe auch noch eine Sidewinder. Die ist derzeit 280 Lichtjahre von meinem Heimathafen entfernt, aber sie wartet da noch irgendwo und verstaubt. So wird es wahrscheinlich vielen gehen. Die Sidewinder gammelt noch irgendwo in der Garage rum. Das zweithäufigste Schiff ist die Eagle. Für die Leute mit der Mercenary Edition, die also vorbestellt haben, schon in der Beta dabei waren etc., ist das ebenfalls ein Startschiff. Und obwohl das einiges an Geld bringt, wenn man es verkauft, behalten es viele. Denn man kauft sich doch eher noch den Hauler zusätzlich als Frachtschiff, möchte aber auch die Option behalten, noch ein paar Raumkämpfe machen zu können. Und dafür ist die Eagle einfach klasse. Deshalb nachvollziehbar die Eagle als zweithäufigstes Schiff. Das dritthäufigste Schiff der Galaxis ist die Cobra Mark III. Auch wenig verwunderlich, die Leute, die in der Alpha dabei waren, haben die Cobra in verschiedenen Ausführungen als Startschiff. Und ansonsten ist es einfach ein großartiger Alleskönner der mittleren Preisklasse. Damit kann man fast nichts falsch machen, sehr beliebtes Schiff. Alles nachvollziehbar. Das seltenste Schiff auf der anderen Seite ist der Orca. Das wundert mich nun überhaupt nicht, denn wenn man das als Frachter betrachtet, dann können die Lakon-Schiffe das besser und sind günstiger. Und Personentransport ist noch nicht im Spiel drin. Deshalb die Frage von Frontier, ob die Spieler den Orca nun häufiger kaufen, wenn man weiß, wie selten der ist. Meine erste Reaktion darauf war ein sarkastisches, na sicher, ich werde mir den doch unbedingt kaufen, nur weil er selten und teuer ist. Nein, die richtige Antwort ist, die Leute kaufen sich den Orca, wenn der Personentransport eingeführt wird, wenn der Orca einen Sinn hat. Denn das ist eigentlich ein Luxus-Kreuzfahrtschiff. Und dazu gedacht, Personen von Raumstation zu transportieren. Diese Mechanik ist derzeit noch nicht im Spiel, auch wenn ich im Forum einige Beiträge gelesen habe, dass Michael Brooks es angekündigt hat, es könnte schon in es geht natürlich zuerst auf den Beta-Server, es heißt aber Spielversion 1.1, spätestens in Version 1.2, also im März mit dem Wings-Update dann kommen, dass Spieler auch Personen transportieren können. Und dann braucht man diese Luxusschiffe und dann werden sich auch mehr Spieler den Orca kaufen. Davon bin ich überzeugt. Alles in allem muss ich sagen, die nächsten Monate oder Wochen werden mit Sicherheit ziemlich aufregend, wenn wir dann Spielversion 1.1 haben, zunächst auf dem Beta-Server. Da will ich auf jeden Fall vorbeischauen, werde auch ein Video dazu machen, für alle von euch, die keinen Beta-Zugriff haben und das nicht selbst ausprobieren können.
Eine große Hoffnung habe ich allerdings noch. Wenn wir so viele großartige Möglichkeiten haben auf dem Beta-Server und nur eine Woche Zeit haben, das auszuprobieren, dann hoffe ich doch, dass wir auf dem Beta-Account nicht nochmal das gleiche Gefarme durchmachen müssen, sondern wie zum Beispiel bei anderen Spielen, World of Tanks sei mal hier genannt, dass wir da schon gewisse Ressourcen zur Verfügung haben, um die neuen Features auszuprobieren. Was nützt es mir, wenn ich die Möglichkeit habe, auf dem Beta-Server eine neue Raumstation zu bauen oder dabei zu helfen, aber mit 1000 Credits und einer Sidewinder anfange, dann erstmal 3 Wochen brauche, bis ich soweit bin, dass ich eine Raumstation wirklich unterstützen kann. Jedenfalls mit einigen Kleinigkeiten. Aber dann ist das schon seit 2 Wochen live geschaltet. Da ist nicht mehr viel zu testen dann. Also ich hoffe wirklich, dass auf dem Beta-Server gesondert einige Ressourcen zur Verfügung stehen, damit man Dinge ausprobieren kann. Auch neue Schiffe, die eventuell eingeführt werden, wie Fer de Lance wurde ja angekündigt, soll auch demnächst kommen, vielleicht schon in Update 1.1. Dass man solche Sachen dann auch mal ausprobieren kann auf dem Beta-Server, das wäre fantastisch, ohne dass man jetzt 2 Accounts hochfarmen muss. Das würde ich mir noch wünschen. Ansonsten freue ich mich erstmal auf den Beta-Server 1.1, freue mich darauf, mit euch zusammen vielleicht ein paar Community-Goals anzugehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns online oder nächste Woche bei den News, wie euch das lieber ist. Bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.